Und meine lieben Zuseher, ich bin heute in der Ordination in Wien beim Dr. Dr. Jaroslav Belski. Grüß Gott, danke für die Einladung. Ich sage danke. Hallihallo, ihr Lieben. Hallo. Und wie ihr ja wisst, engagiert sich ja Dr. Jaroslav Belski sehr viel betreffend der Corona-Krise, betreibt unter anderem auch einen Telegram-Kanal, der sich Corona-Datencheck nennt. Für jene, die sich die Homepage aufschreiben wollen, Corona-Datencheck.com. Hier könnt ihr nachblättern, faktbezogene Berichte und so weiter sind dort drinnen, also ganz interessant. Lieber Jaros, ja, was ich noch sagen möchte, bevor wir da jetzt wirklich beginnen, wir haben uns verständigt, dass wir das Interview mit dem vertrauten und respektvollen Du-Wort begehen werden. Also dann machen wir was, gehen wir so. Ja? Okay, lieber Jaroslav, dieser Corona-Datencheck, was ist das genau, woher bekommt ihr da die Quellen oder wie arbeitet ihr jetzt da dran, dass die Leute das wissen? Also am besten man erklärt, wie es entstanden ist, ganz einfach. Wir haben am 2.2.2020 ein Video gemacht, Coronavirus-Veräppelung, das ich am Anfang so ein bisschen lustig gestaltet habe. Ich habe ja nicht gewusst, wo das hinführt. Und dort in dem Video zeige ich mit Daten, dass das Coronavirus schon mehrmals verwendet wurde für diverse Pandemien. Es gibt sogar schon Dokus darüber, Vogelgrippe, Schweinegrippe. Und dieses Video auf YouTube, durch das habe ich halt recherchieren müssen und habe dann gemerkt, die beginnen zu löschen. Alles, was Corona-kritisch war, wurde auf YouTube gelöscht und dann habe ich gesagt, du, wir brauchen irgendetwas, wo wir die Daten, die wir sichern, in einer Blockchain sichern, mit einem eindeutigen Zeitstempel, Datumstempel. Das heißt, man kann dann später nicht sagen, naja, das hat man nicht gewusst oder ja. Und Corona-Datencheck, das sind die Videos in einer Blockchain. Das heißt, es ist eindeutig belegt, wann sie hochgeladen wurden, wann gab es diese Information und. Naja, und so ist dieses Portal dann langsam gewachsen. Es haben sich ein Team von den alten Kollegen aus Dentabodé, also von der Zahnarztpraxis, wir betreiben sehr viel Marketing, wir haben sehr viel in Richtung Zahnleidende aufgeklärt. Wir haben über 2000 Videos online in 5 Sprachen, alle über dentale Themen. Und dieses Team hat sich dann, wie wir halt gesehen haben, in welche Richtung das geht, da haben wir dann Corona-Datencheck aufgezogen, sind dann durch Corona-Datencheck in sehr interessante Kontakte gekommen oder an sehr interessante Kontakte, Polizei, Militär, Politik, ja, wo man dann halt auch so ein bisschen mehr erfährt und versuchen das halt immer dann auch in Videos, in Informationen, in Musterdenken, aufhören immer über diese Meinungen, sondern ja, versuchen das dort halt dann auf Corona-Datencheck zu publizieren. Also im Prinzip habt ihr in alle Richtungen, sei es jetzt im medizinischen Bereich, im juristischen Bereich, als auch jetzt der Exekutive, Justiz wahrscheinlich, Insider, die euch da mit Informationen füttern können, ja. Und ihr leitet es quasi weiter und bietet es den Menschen einfach an. Genau. Ja. Welche Anwälte sind da, mit welchen Anwälten seid ihr hauptsächlich in Kontakt? Ich bin mit allen wäre jetzt übertrieben, aber mit den Bekannten, also mit Schießler, mit Kollegen Schießler, ich sage immer Kollegen, weil alles Mensch. Ja, ja. Mit Kollegen Beneder, ja, also da ist ein sehr guter Kontakt und da ergänzen wir uns in vielerlei Dinge, einfach Infos und ja. Ja, jetzt gehen wir zu der eigentlichen Problematik, das ist ja die, wie du ja sagst, Pandemie, ja, mit den Masken. Ist es jetzt für Kinder, für Erwachsene gut? Ist es generell die FFP2-Maskenpflicht im Privatbereich gut oder ist es eher schädlich für die Gesundheit? Also ja. Ich rede jetzt einmal nicht über die neue Normalität, ich rede darüber, was von Mustern her bekannt ist und was wir zum Beispiel auch in der Arbeitsmedizin für Erkenntnisse haben. Aber ich beginne mal, würden die Masken so viel bringen? Es gibt Sicherheitslabore und dort rennen die Leute mit speziellen Atemschutzgeräten und herum, weil eben diese Masken genau gar nichts bringen. Würden die was bringen, dann würden die Firmen, die privaten Unternehmen, keinen Cent mehr ausgeben für solche Spezialdinge, auch in mikrobiologischen Labors, wenn die Masken was bringen täten. Und
wenn die was bringen hätten, ich war 10 Jahre in einem Spital und da tagtäglich mit Patienten mit Diarrhoe, mit Pneumonie, mit also Durchfall, Lungenentzündung, Bronchitis, oder? Das kann er mit einer Maske herumkommen, bitte. Also kann die Masken, ob ich das jetzt richtig verstehe, die FFP2-Masken können das Virus im Prinzip nicht aufhalten. Da geht es nur um eine Symbolik. Ja. Da geht es um eine Symbolik und man speist halt die Menschen ab in Scheindiskussionen. Zuerst war die FFP1 ausreichend, jetzt muss plötzlich die 2 sein und dann bilden sich wieder Lager. Und es ist halt so unsere Eigenart der Menschen, dass wir immer über unsere Meinungen reden. Und dann verzetteln wir uns in Diskussionen und jeder, der sich mit Corona ein bisschen tief beschäftigt. Corona, kann man auch auf coronadatencheck.com sich einige Videos zu dem Thema ansehen, ist ja eine höchst spirituelle Krise. Und die Leute, die diese Pandemie da vorantreiben, die sind in diesen spirituellen, okkulten Dingen sehr, sehr gut bewandert, informiert. Man findet das in euren Videos. Jeffrey Epstein, sein bekannter Opfertempel. Ja, da gibt es viele, viele Dinge, die zeigen, dass diese Herrschaften, und das ist ja auch nichts Außergewöhnliches, ja, immer am Ende einer Hochkultur neigt die Elite zu solchen Okkultizismen. Auch zu Menschenopfern und. Ja, ja. Das beobachten wir immer am Ende einer Hochkultur, wird die Elite so dekadent, dass sie völlig die Realität verliert. Ja, und wenn wir uns jetzt Corona anschauen, weil du das so sagst, was haben wir da? Ja? Wir haben im Endeffekt, das ist nicht best gemeint, Hirnwichser, das heißt der Fauci, der ist ja nicht ohne Grund von einem Carrie Mullis ausgelacht worden. Und ich habe das selber so erlebt im Labor oder auch in der Medizin, auf den Abteilungen. Da gibt es wirklich ein paar Gurde, von denen hörst du nichts. Die sind medial unbekannt, aber die sind wirklich top, die sind Hardcore-Scientific. Ja, und dann gibt es Leute, die sind super vernetzt, das sind solche Fauci's, die haben aber nichts drauf, tun die ganze Zeit in mathematischen Modellen leben und jetzt haben wir die Vereinigung, eine riesige Pharma-Mafia mit mathematischen Modellen, mit einer Medienmafia und ich möchte nicht wissen, was da noch alles dazu kommt, dass die sich halt miteinander vernetzen und uns jetzt, weil es krankhafte eugenische Gedanken haben, weil sie uns jetzt reduzieren wollen. Ja, ich meine, wo man jetzt dann weitergeht, die Maskenpflicht, gut, wissen wir, ist anscheinend nicht das Beste, aber jetzt haben wir ja die sogenannten Eintrittstests, die ja gefordert werden. Es geht nur darum, uns zu brechen. Wir haben Videos gemacht schon vor einem Jahr, da hat man uns angezeigt, dass wir es gewagt haben, über einen zweiten Lockdown zu sprechen. Da hat man zu uns gesagt, ihr seid ja wahnsinnig, woher wisst ihr das und ihr macht der Bevölkerung nur Angst und. Wir haben gesagt, du, da ist Event 201, da ist das vom Rockefeller, das Paper, das, ja, und da haben wir einfach die Dokumente hergezeigt, da ist der Auszug von Bill Gates, von seinen Stiftungen, da sind Rüstungskonzerne, wir haben das einfach offen auf Corona-Datencheck publiziert. Aber das interessiert die Leute nicht. Wenn die Leute, und das ist dieses auch Spirituelle, die stecken so in ihrem Ego, dass sie, die haben jetzt 30 Jahre gehört, finde dich selbst, du bist so einzigartig, geh deinen Weg und. Und die sind so in ihrem Kopfkino, die alles, was gegen ihren Sonnenschein verstößt, das ist Teufelszeug. Wird abgelehnt quasi. Und du kommst mit, da, du kannst die Zahlen kannst du nehmen und kannst da wohin schmieren. Ja, ich meine, die Tests, wir haben ja jetzt den Antigen-Test und den PCR-Test. Was ist da für ein Unterschied? Oder was kann dieser Test überhaupt? Was kann man damit überhaupt feststellen? Ja. Der PCR-Test ist eine Kopiermaschine. Das heißt, wieso wurde der entwickelt, der PCR-Test? Der Carrie Mullis, vor den PCRs, der Molekularbiologe hat immer ein Problem. Der hat ganz wenig genetisches Material und muss irrsinnig viele Versuche mit diesem wenigen genetischen Material machen. Und das ist immer deppert. Das heißt, er geht her und beginnt sich das genetische Material zu vermehren. Vor der PCR hat man das gemacht mit Bakterienkulturen. Aber die sind ziemlich umständlich. Die musst alle, jeden Tag muss das, die Nährlösung wechseln, dann muss das manchmal siedeln, wenn die schon absterben, wieder neu besetzen. Du musst das pflegen, da brauchst du einen Technischen, das ist ein
Lehrbuhr, dieser Lehrberuf, und der macht dann nur, dass er die Zellkultur checkt, und dort kannst du dann dein genetisches Material vermehren, damit du dann verschiedene Versuche machst. Und der Kerry Mullis ist hergegangen und hat gesagt, du, ich kann ja das genetische Material vermehren mit den Enzymen, und ich brauche ja gar nicht die Bakterien dazu. Und hat die Enzyme genommen, hat ihnen ein Gerät gegeben, welches die Temperatur erhöht, dann sind die Enzyme aktiv, kopieren dir nur das, was du dort reingegeben hast. Das heißt, du musst dort genau das reingeben, was du kopieren willst. Das ist ein Kopierer. Du kannst, das ist so wie bei uns ein Kopierer. Ja. Wenn ich dort das da reingebe, dann kopiert es mir das. Ja, ja. So. Und jetzt gebe ich dort sozusagen so einen Strang rein, multipliziere das zigmal, und dann passiert noch was ganz Lustiges. Wie funktioniert das? Der Strang, der, gehen wir nicht auf Details ein, es entstehen einfach Kopien, und bei diesen Kopien entstehen kleine Fehler. Und diese Fehler führen dazu, dass sich neue Stränge bilden, weil einfach durch einen Bruch eines Stranges, der sucht sich ein anderes Teil und verbindet sich. Und man weiß, dass so ab einer ab einer Zahl, so ab 20, da hast du schon irrsinnig viele so Spontanmutationen, und dann wird alles positiv, dann findest du dort alles, und der Drosten-Test fungiert mit 30. Ach so, okay. Im molekularbiologischen Labor, wenn du um die 14 hast, da wirst du schon... Ja. Da, also, im Prinzip, ich kann auch nur davon reden, was Leute uns erzählen, beziehungsweise man sieht ja auf Facebook die ganzen Blogger oder YouTube-Videos, die gemacht werden. Der PCR-Test ist ja laut Erfinder ja gar nicht geeignet, ein Virus überhaupt zu erkennen, ob das ein lebender oder ein totes Gewebe oder so ist. Du tust dort nur genetisches Material vermehren. Das ist es. Mehr und nicht. Das ist also mehr nicht. Mehr nicht. Du tust dort, die nehmen von dir einen Abstrich, der ja schon höchst fragwürdig ist, weil es kann ja durchaus sein, wir müssen an so vielen Enden anfangen, da müssen wir mal Virus-Exosom besprechen. Ja, 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 ja. Das ist ja, das, was wir da ja nachweisen, sind eigentlich körpereigene Dinge. Das weisen wir nach. Und dann schreien wir, wenn wir das in einem Labor künstlich vervielfältigen, schreien wir, der ist krank. Obwohl der gar nicht, ich kann bei dir Herpes-Viren nachweisen, ja. Zytomegalie-Viren, Varicellen-Zoster-Viren, kann ich alles in dir nachweisen. Wenn du Feuchtblattern gehabt hast, hast du immer Varicellen-Zoster in dir. Und irgendwann später kriegst du vielleicht die Gürtelrose davon. Ja, ja, ja. Also aber deswegen behandle ich dich ja nicht dein Leben lang wie einen Todkranken. Ja, aber die ganzen Tests, die ja gefordert werden, also sprich die Eintrittstests, jetzt inzwischen sind sie ja schon vom PCR. Man will die Bevölkerung brechen. Da geht es darum, uns, das ist eine psychologische Kriegsführung. Weil mit den Inzidenzen, die ja genannt werden, die Wocheninzidenzen, ja. Also wer an diese Inzidenzen noch glaubt, ja, also schon alleine in der Darreichungsform. Das mich würde, also ich bin jetzt Außerirdischer und ich lande heute auf dem Planeten hier. Und dann sehe ich einmal die Nachrichten und ich sehe, wie die das präsentieren. Also mich würde das höchst schutzig machen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Das ist ja reiner Psychoterror. Das hat ja nichts mehr, das ist ja reinste Propaganda, was da gemacht wird. Und da muss ich mich doch fragen, wieso machen die ja Propaganda, in dem Fall jetzt für Neuinfektionen? Naja, aber nach dem, was du jetzt sagst, war doch, glaube ich, die letztendliche Schlussfolgerung, man lebt wieder so wie früher, weil ich muss schon auf eins noch hinweisen, da hoffe ich, dass ich eine gute Erklärung kriege von dir. Und zwar, die Grippe gibt es seit dem vorigen Jahr nicht mehr. Also mich fragen sehr viele, was ist eigentlich mit der Grippe passiert? Ja. Und jetzt haben wir das Corona. Und gleichzeitig dazu, was ist der Unterschied zwischen einem Influenza-Virus und einem Coronavirus? Vielleicht kannst du da auch ein bisschen was sagen dazu. Also, da holen wir jetzt einmal aus, dieses Ganze, und wir machen es sehr kompakt. In der Molekularbiologie heißen Viren nicht Viren, sondern Exosomen. Wir tauschen die ganze Zeit Information aus. Das heißt, wie ich vorher dich gesehen habe, wir haben uns begrüßt, ich habe dich gerochen, wir riechen uns, es ist eine Mischung Parfum, vielleicht ein bisschen Schweiß, ja, und. Ja. Das ist Information, die wir aufnehmen. Die Wissenschaft unterteilt das in Proteine, Pheromone, Parasiten, Bakterien, Viren, Exosomen, sage ich gleich was dazu. Die unterteilen das, weil letztendlich ist es nur Information.
Und dieser Informationsaustausch dient eigentlich dazu, uns besser zu machen. Das wissen wir auch. Viele dieser Virensequenzen finden wir in einem Bereich der DNA, die man früher Junk-DNA oder Nonsens-DNA nannte, weil man nicht gewusst hat, für was die ist. Und dann hat man gemerkt, durch genetische Verschiebungen können wir uns mikroevolutiv entwickeln. Das heißt, das dient eigentlich 99%, damit wir besser werden. Ja. Aber im Frühling und im Herbst ist sehr viel Information in der Luft. Im Frühling, weil alles blüht, alles Pollen und die Viecher legen ihr Fell ab und. Ja. Im Herbst das Gleiche, das Laub, das zerfällt, das viel Pollen, viel Material, Genetisches und. Ja. Und da kann dieses massive Anstrom an diese Information Alte und Kranke töten. Und das erleben wir seit je und, also wir impfen seit 70 Jahren gegen Grippe, wir haben nichts verändert an diesen Zahlen, weil du kannst das nicht verändern, weil das, was wir den Leuten erzählen mit der Grippeimpfung, das ist ja ein Teil einer Story. Ja? Eine Erkrankung ist immer etwas Multifaktorielles. Und ich versuche das den Zusehern immer mit so einem Gleichnis zu entwickeln, zu illustrieren. Wir beide, ich bin die Frau, du bist der Mann, wir sind ein Pärchen, wir sind beides Ärzte und wir arbeiten auf einer Station und ich werde schwanger und jetzt muss ich zu Hause sitzen mit dem Kind und muss halt auf meine Karriere verzichten. Du checkst herum dort mit den Assistentinnen und bist gut drauf und. Du bist im positiven Stress, im Eustress. Ich, mein Kind zu Hause, das Schwein, im Tischstress. Das Kind wird krank, ich werde auch krank. Wilhelm, du kommst heim, schlafst neben mir, Pap, nächsten Tag ins Spital, nichts ist. Das geht 2-3 Tage, nichts ist. Am Wochenende fahren wir zur Schwiegermutter und plötzlich wirst du auch krank. Ja? Krankheit ist etwas, da spielt sehr viel Bewusstsein mit. Ja, da spielt auch Informationsaustausch mit. Ja. Stress da, wahrscheinlich und so weiter. All das spielt da mit. Und wir gehen her und nehmen die Krankheit, machen irgendeinen scheinheiligen Test, sagen dann, schau, das ist der und der Erreger. Obwohl wir auch aus der Klinik kennen, eine Infektion ist immer multifaktoriell. Da findest Pilze, Bakterien, du findest Parasiten drin, du findest Laub, das sind viele, viele Sachen und dann kann der eine Infektion entwickeln oder auch eine Lungenentzündung. Du findest ja nicht einen Erreger, du findest ja bei einem Pneumonie-Erkrankten, da findest alles. Mhm. Ja. Und das heißt, was wir da machen, wir isolieren uns eines raus, bieten uns eines raus, sagen, du, wir impfen euch jetzt für viel Geld und ändern nichts an diesen Zahlen. Und jetzt haben wir diesen Namen, diesen künstlichen, früher Influenza-Namen, gegen Covid ausgewechselt. Und die Zahlen sind die gleichen, nur natürlich verschärft es sich in der Politik, weil die Politik hat die letzten 10 Jahre, und auch das haben wir publiziert auf coronadatencheck.com, hat sie die Bettenanzahl von den Spitälern reduziert, hat bei steigender Bevölkerung, hat Intensivbetten abgebaut, auch während der Pandemiezeit, und natürlich verursachen sie dort dann Engpässe in diesen Spitälern. Ich war vor 20 Jahren im AKH und ich weiß noch von Gangbetten zu diesen Infektionswellen. Also die Influenza-Wellen, was da waren, diese Grippewellen. Die wir halt Influenza genannt haben. Ja. Ich sage diese Information-Todeswellen. Ja. So könnte man es auch benennen eigentlich. Was ich noch weiß, glaube ich, war das circa 2012 oder so. Da war ja extreme Auslastung. Wir haben Nachrichten gesammelt, fast jedes Jahr geht die Welt unter in diese Zeit. Nur jetzt haben wir das Problem, wir gehen hin zu Leuten aus diesen Abteilungen, zu den Ärzten, die keine Ahnung über Geopolitik haben, und ich muss seinen Namen nennen, Wolfgang Hagen, ein lieber Kerl, Oberarzt in Hinzing, aber mit dem haben wir ein Interview gemacht bei ORF, die haben das leider rausgeschnitten, aber der Anfang war, wieso ich glaube, es ist eine Pandemie, und ich sage, nein, ich glaube nicht, ich habe das Birchel von Klaus Schwab gelesen, The Great Reset, steht ja alles drin, ja? Und er schaut mir an und sagt, wer ist Klaus Schwab? Sage ich, der Gründer vom World Economic Forum, und der schaut so, und ist das eine Verschwörung, so nach dem Motto. Ja. Und ich hab dann eh gesagt, während dem Interview, sage ich, naja, wir haben ein bisschen ein Problem. Wir wollen hier über geopolitische Dinge reden, und du kennst nicht Basics.
Ja, das ist natürlich, ja. Du kennst sie nicht. Ja. Und wir können mit den Basics aufhören, weil das ist im Endeffekt, es ist nur noch ein Ego-Spiel. Mhm. Die Leute stecken in ihrer Persönlichkeit, dann wollen sie nicht, sie glauben, wenn sie jetzt Unrecht sagen, dann werden sie sozusagen, das hat was mit ihrer Person zu tun, sie sind dann weniger wert und weniger, werden weniger geliebt. Und im Prinzip, wer ist jetzt da aus deiner Sicht, weil man liest ja immer wieder Verschwörungstheoretiker, man ist ein Aluhutträger und. Wie siehst du das? Wer ist jetzt wirklich ein Verschwörungstheoretiker? Sind es wirklich die Menschen, die das ganze Spiel vielleicht durchschauen? Ich antworte dir in einem Muster. Ein Jahr Corona, wir haben erlebt, die ganzen Verschwörungstheorien werden wahr. Also müssen wir uns eigentlich den Begriff Verschwörungstheorie anders überlegen. Und somit, das ist das, was wir jetzt dieses Jahr erleben. Alles, was die gesagt haben, vom Bargeld, also Bargeldweg, gechippt sein, Bewegungskontrolle, wir stehen davor. Und jetzt sagt man, naja, wegen der Pandemie. Das ist eine sehr gute Überleitung, weil da bleiben wir dann trotzdem noch bei der Impfung, und zwar die BioNTech, Pfizer, AstraZeneca, Moderna Impfstoffe, die jetzt sind. Gibt es einige Aussagen in den Foren, es sollen da Chips enthalten sein, Mikrochips enthalten sein. Ja. Kann es das geben? Technisch, ist das überhaupt möglich? Naja, da verweise ich, also rein technisch verweise ich, wir haben auf coronadatencheck.com Zukunftsforscher 2014 oder 16. Da geht zu einer Journalistin hin, gibt ihr die Hand und sie sagt, wieso haben sie mir die Hand gegeben? Und er sagt, sondern da haben sie jetzt, weiß ich nicht, 20, 30 Nanobots, Nanopartikel, Mikrochips drauf, und sie schaut und die Kamera geht hin, du siehst nichts. Erst wenn du das wirklich vergrößerst, dann siehst du halt ja, so ganz kleine Punkte. Und er sagt so, naja, damit können wir ihre GeoIP-Daten auslösen, ihr Blutdruck, ihre Vitalwerte, wir könnten in einer Währung drauf spielen. So, das war 2014, 2016. Ach so, lange geht's ja schon. Also das war im ORF, wir haben das auf Corona-Datencheck, ja, das war offiziell, also das war mal. Das ist einmal das. Was die Herrschaften da rein tun oder nicht, mich verwundert überhaupt die ganze Diskussion. Die Leute, die reden ja über diese Impfstoffe. Ich erlebe es bei Ärzten, ich nehme einen AstraZeneca, weil der andere BioNTech und dann gibt es Diskussionen und. Wir wissen alle nicht, was drinnen ist. Hat uns keiner gesagt, und wenn du nachfragst, sagen die Betriebsgeheimnis. Worüber diskutieren wir? Die diskutieren die ganze Zeit über Worthülsen, die sie von den Konzernen vorgesetzt bekommen haben. Du, das ist ein Vektor, das ist ein mRNA. Aber wir wissen alle nicht, was drinnen ist. Ja, was ist das mRNA jetzt? Ganz genau. Du, das ist genetisches Material. Und man wäre völlig idiotisch, würde man sich genetisches Material injizieren, weil wir aus Tierversuchen wissen, dass das immer in die Hosen gegangen ist. Wir hatten ja schon Tierversuche damit gemacht. Könnte es sein, dass das auch den Menschen selbst verändert? Die Wohnzimmerhelden, also die jetzt so gerade mit dem Studium drinnen sind oder die gerade mit der Schule fertig sind, die sagen, ja, das kann man durch genetisches Material, kann nicht übergeben werden und im Lehrbuch und. Ja. Die Leute vergessen immer, dass das Lehrbuch alle 3 oder 5 Jahre überholt ist. Wir hatten in der Geschichte schon Fälle, da waren Proteine in einer Impfung, Proteinpartikel, und plötzlich hatten das dann die Menschen in ihrem Genom. Und keiner hat erklären können, wie das war in Kalifornien, Polio-Impfung war das, glaube ich. Ich müsste jetzt nachlesen, aber ich glaube, es war Polio. Wo ganz schwere Verläufe waren und. Ja. Also es gibt da wahnsinnig viele Belege und es gibt viele Daten, und nur die Leute lesen es nicht durch. Was die Regierung sagt, das ist gut. Und jetzt mittlerweile ist die Panik schon so groß bei den Corona-Gläubigen, dass sie nur noch die Augen zu und Kopf in den Sand, ja, weil sie ja schon, jeder Normale merkt, irgendwas stimmt da ja nicht. Ja, man kriegt da glaube ich auch mit, die Leute sagen halt jetzt schon wirklich, wie du sagst, die machen die Augen zu, und dann sagen sie, naja, ich lasse mich ja impfen, weil ich möchte in Urlaub fliegen. Ne? Ich möchte in Urlaub fliegen oder ich möchte mich wieder frei bewegen. Nur dazu ist meine Frage,
Ich habe das anders. Wo ist der Sinn? Ja, ich glaube, wir müssen andere Worthülsen verwenden. Weißt du, was unser Problem ist? Wir haben jetzt, auch wir haben jetzt die ganze Zeit geredet über das Impfen. Und das Impfen ist eigentlich ja mit einem guten Gefühl assoziiert. Das heißt, ich kriege was Gutes in meinem Körper, damit ich vor was Schlechtem geschützt bin. Das ist ja was Schönes. Ja, ne? Ich habe jetzt ein Video auch gemacht, wo ich gesagt habe, wir müssen eigentlich von Giftspritze reden. Und das kann ich wieder mit Muster belegen. Wir haben auf coronadatencheck.com im Menüpunkt Infosammlung haben wir Links gesammelt von der Lückenpresse über Mainstream-Medien, die berichten über Tote nach Corona-Impfung. Hunderte Links mittlerweile mit tausenden Toten, teilweise altersheim geimpft, am nächsten Tag 20 tot. Was du denkst, erst anrufen, du, wann ist denn bei euch das letzte Mal 20 an einem Tag verstorben? Na, nie. Kann das mit der Impfung zusammen? Nein, sicher nicht. Ja, klar. Ja. Verstehst? Ja. Das heißt, wir haben ein Phänomen, wir können eigentlich von einer Giftspritze reden und wir sollten wirklich dafür auch die passenden Worthülsen verwenden, weil das hat mit einer Impfung, also das, was die meisten damit verstehen, das hat damit wie Schein gar nichts zu tun. Und man sollte diese Fälle sich wirklich genau anschauen und sich einmal anschauen, wie viele, weil das ist ja die Spitze des Eisberges. Mhm. Ich möchte nicht wissen, wie viele da versterben, die dann unter den Teppich gekehrt werden. Ich hab eine aus ärztlicher, jetzt ganz besonders, das ist eine wichtige Frage, mir fällt nämlich aus meinem Privatbereich eine Frage ein, und zwar, ich kenne eine ältere Dame, ist 79 Jahre alt, ja, und wurde jetzt bereits das zweite Mal mit Pfizer, BioNTech Pfizer geimpft, und der verabreichende Arzt hat zu dieser Dame gesagt, sie muss bei der ersten Impfung, sie muss die FFP2-Maske 2 Wochen lang tragen. Auch zu Hause, wie auch immer. Und jetzt nach der zweiten Impfung, ich habe gestern mit der Frau gesprochen, gestern hat es mir erzählt, hat der Arzt bei der zweiten Impfung gemeint, jetzt muss sie es 4 Wochen tragen. Ja, gibt es einen Sinn? Wo ich ja eh geimpft bin im Prinzip, ne? Also dann sollte er mir die Masken ersparen können und auch wahrscheinlich die Tests. So das ist als Laie versteht. Ne? Pass auf, ich antworte dir mit einer kleinen Story. Die Einschläge zu Dentapoté kommen immer näher. Und das macht mich traurig, nicht um diese Ordination jetzt als Räumlichkeit oder als Material, aber hier wirken wahnsinnig viele Menschen miteinander, die wirklich interessiert sind, die Menschen das Zahnleidende zu bescheren. Und wie haben wir das umgesetzt? Wahnsinnig standardisiert, weil die Medizin lebt davon, dass sie von nicht wissenschaftlichen Erkenntnissen, teilweise ein bisschen so sadistischen Gehabe, teilweise, also in der Medizin spielen urviele Kräfte mit, die zur Diagnosefindung und Therapieplanerstellung führen, die nichts mit evidenzbasierten Daten zu tun haben. Und wir haben das von Anfang an hier bei Dentapoté, der Patient kommt, der sieht in einem Tablet-PC, wie so seine Zähne nach einem Muster verliert, wie er das beheben kann zu Hause, dann kriegt er einen schriftlichen Kostenvoranschlag mit YouTube-Links, mit Preisen als PDF nach Hause geschickt. Das kann er sich überlegen, und welche Therapie er will, ob er nur Kassa oder ob er sich die High-End-Lösung macht. Wir hängen keine Energien um, es wird hier keiner. Wir sagen ganz offen, schau, die Kassenwurzelbehandlung ist so und so im Arbeitsschritt, die endodontologische so und so, wähl aus und fertig. Ja, und dann brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das heißt, wir haben hier ein System etabliert, wie wir standardisiert das Zahnleid beenden auf sehr, sehr hohem Niveau, auch wenn ich manchmal vielleicht nicht gut aufgelegt bin oder ja. Der Patient kriegt es wurscht, ob hier eine Blondine reinkommt mit schönen Brüsten oder der Obdachlose, das, was es hat, und wenn der sich das leisten, kriegt er das. Ja, also sehr standardisiert. Ja. Und das, was ihr hier erlebt jetzt durch Corona, dass ja den meisten Menschen jetzt bewusst wird, was unser Gesundheitssystem eigentlich wert ist. Weil das muss man sich ja jetzt vorstellen. Wir haben eine Pandemie, die laut Zahlen, es ist eine emotional, medial getriebene Pandemie. Und fast das ganze Scientific und medizinische Establishment fällt da entweder drauf rein oder spielt mit.
Und da müssen wir uns fragen, braucht man solche Strukturen überhaupt in der Zukunft? Und das ist nicht bestgemeint. Ich denke mir das immer auch bei den Juristen und so. Wir müssen unsere ganzen Systeme extrem hinterfragen. Also zuerst müssen wir prüfen, ob zum Beispiel so ein Deppert Belski recht hat. Es kann ja sein, dass ich mich irre. Deswegen machen wir alles publik auf Corona-Datencheck. Und wenn wir uns nicht irren, nämlich wir alle Aktivisten, naja, dann müssen wir uns für die Zukunft überlegen, wir müssen ja wirklich, es ist eher Great Reset. Wir müssen vieles umbauen. Also im Prinzip, die Leute haben ja die Möglichkeit, selbst zu recherchieren, das ist ja Gott sei Dank ein Zeitalter des Internets ja möglich. Leider ist aber nur das Problem, was wir erkannt haben, dass sehr viele Leute einfach träge sind und sagen, naja, es wird vielleicht schon irgendwie werden, die ganze Situation. Schau, wir haben das Phänomen, wir haben 40 Jahre lang Erziehung. Ich sage immer diesen Satz, bei der Erziehung ging es noch nie darum, um die Interessen der Kinder zu fördern. Es ging darum, dass die Gesellschaft ihre eigenen Interessen in den Kindern verwirklicht. Das heißt, im alten Rom war ich ein guter Papa, wenn ich mit Schwert und Speer erzogen wurde, das waren Elite-Schulen, heute wird uns niemand mehr mit Schwert und Speer erziehen, heute tun wir gegeneinander. Ich habe einen Einser, ich habe einen Zweier, ja, keine Kooperation, sondern immer ein Gegeneinander. Und man hat uns durch die Schule die Kreativität, da gibt es ja ganz tolle Literatur, John Taylor, Dumping Us Down, Soziologe und Lehrer aus dem 18. Jahrhundert, der beschreibt, was die Schulglocke mit uns macht, dass die den Menschen aus seiner Faszination, aus dem Jetzt, aus dem holt, wo die Zeit vergeht und wo er einfach Dinge macht, na, jetzt leid's, jetzt musst du nach einem äußeren Papp leben. Ja, und das bricht die Menschen auch in einer Art und Weise beim Denken. Naja, deswegen haben wir ja auch die Spaltung, ne, wo man so schaut. Ne? Es gibt im Prinzip nur links und rechts und in der Mitte gibt es gar nichts mehr. Ne, im Prinzip. Und ich glaube, es ist für uns alle an der Zeit, dass wir erkennen, wir sind eine Menschheitsfamilie und wir sind immer nur so stark wie das schwächste Glied. Das zeigt uns auch jetzt Corona. Und ja, da müssen wir viel arbeiten, weil diese Leute, diese Menschen hatten eben nicht das Glück, dass sie sich zum Beispiel informieren konnten. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich 40 Stunden in einer Kinetenarbeit, dass ich am Abend auch nur noch Netflix und Bier, dann bist du halt erledigt. Ja. Und denen kann man jetzt nicht vorwerfen, erst du bist desinteressiert. Ja. Der wurde vom System kaputt gemacht. Und ich sage immer den Satz, urteile nie über jemanden, wenn du nicht in seinen Mokassins gegangen bist. Wegen die Intensivbetten, wenn man hört jetzt, aber auch erst seitdem die Impfungen begonnen haben, hört man ja, dass auf einmal ja die Intensivbettenkapazitäten immer geringer werden, also immer schmäler. Ja. Könnte es nicht vielleicht sein, dass das dann trotzdem nicht an den Coronavirus selbst, sondern vielleicht an die Impfdosen liegt? Könnte das sein? Man möchte nur spekulieren. Man sieht gar eines, da kann ich jedem nur empfehlen, die Homepage von Kennedy, dieses childrenhealthdefense.org. Da publiziert er wunderbar auch, man sieht dort Länder, wo angefangen wurde zu impfen und dort, wo geimpft wird, starten dann plötzlich diese ganzen Autoimmunerkrankungen, bösartige Tumore, neurologische Erkrankungen, es beginnt alles aufwärtsgehen. Ja? Und wir impfen uns da eine Zombie-Nation an. Ja? Also wenn das so weitergeht, dann werden die jetzt sofort umkippen, das sind eh die Glücklichen, weil diese ganzen Autoimmunerkrankungen und so, das sind nicht lustig. Wie gefährlich stufst du das Coronavirus ein? Aus ärztlicher Sicht. Wenn es das Coronavirus so, diese Geschichte, Virus ist eine kreierte, das sind körpereigene Produkte, das nennt man Exosomen und die Zellen kommunizieren so und das hat nichts mit dem, was wir als Virustheorie kennen, das sind ja immer nur wissenschaftliche Theorien. Nur mit dieser Virustheorie kannst du Geld verdienen, mit den Exosomen nicht. Ne? Wenn die Menschen wüssten, dass man eigentlich all diese Viren in ihnen finden könnte und in einer natürlich genetischen Variabilität, dann ist mit Impfungen und Medikamenten und ist vorbei. Ne? Ja, ich habe da, also das mit der Übersterblichkeit ist ja das nächste Thema. Nicht? Gibt es jetzt eine Übersterblichkeit zum Influenza oder also zwischen Influenza und Corona oder ist das statistisch Unfug? Statistischer Unfug, das alles
Da gibt es immer ein paar Aussagen von den gleichen Wissenschaftlern, Drosten und Co. Und die geben ja, ich meine, jetzt der neue, wie heißt der neue, der Mückstein? Mückstein, oder? Der Wolfgang Mückstein. Ich versuche ihn immer zu vergessen, weil, das geht nicht, dass ein Arzt sagt, bei einer Spritzen geht das nicht ins Blut. Weißt du, das sind so, erst bitte, was bist du für ein Arzt? Geht nicht. Ja, das ist aber irgendwo, glaube ich, logisch, ne? Dass das, weißt du, was ich meine? Das ist so, da kannst du nicht sagen, du. Also glaube ich nicht einmal. Danke, setzen 5. Ja, da kannst du noch sagen, bitte geh und. Also, ich glaube, man muss nicht Mediziner sein, dass man das versteht, dass das nicht so kann. Also, ja, okay. Also, ja, und das ist halt. Sind die Intensivstationen jetzt, weil du bist in sämtliche Quellen, mit sämtlichen Quellen? Es gibt jetzt wirklich so arm dran? Teilweise sind schon arm dran, weil sie zu Tode gespart werden und weil die Betreiber von diesen intensiv teilweise Ego-Spielchen machen, teilweise den Ernst der Lage nicht erkennen, teilweise sich freuen über Gelder und somit entstehen dann solche medialen, das was man heute im Mainstream dann immer sieht. Ja. Mhm. Noch dazu, man hat ja Intensivstationen, man zeigt das immer dem Laien, auf einer Intensiv geht es immer halt intensiv zu, deswegen heißt es ja auch intensiv, ne? Deswegen sind dort pro Bett 2, also zu meiner Zeit waren es immer 2 und dann noch eine Chefe hinten und, ja, das ist halt auch intensiv. Ich kann mich vor ein paar Tagen erinnern an einen Kurzbeitrag von Dr. Fiala, von dem, was ich da auch sehr begeistert bin, und der hat selber ja gesagt, die Intensivstationen sind ja dazu da, dass sie belegt sind. Dort geht es intensiv zu. Ja, also von daher. Und dann zeigt man das aber natürlich den Laien und die sagen, boah, und dann sich da Tracheostoma oder was. Ja. Und die ganzen Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie-Patienten im AKH, die werden alle tracheostomiert. Ja, nur wenn der ein Tracheostoma hat, heißt das nicht, das ist Corona. Nur wenn ich dort natürlich eine vor und dann diese Bilder mit guten Worthülsen versehen und dann, boah, Wahnsinn. Ja. Und der andere sieht aber sofort her, der hat eine nette Section gehabt, der hat da einen Schnitt. Und gibt es eigentlich schon Statistiken, offizielle, betreffend Impfschäden? Gibt es da schon irgendwas? Habt ihr da schon was in Erfahrung gebracht? Ja, das publizieren wir auch auf coronadatencheck.com in dieser Infosammlung. Ja. Dort publizieren wir alles von offizieller Seite und was ich der offiziellen Seite so ein bisschen vorwerf, sie publizieren es ja eh, aber sie machen so ein bisschen Lückenpresse. Einmal dort, ein bisschen da, dann nehmen sie es manchmal. Wir haben alle diese Daten, also immer wenn man die Seite, machen wir einen PDF-Ausdruck und verlinken zur Seite, haben das PDF gesichert und haben halt den Text. Und die verändern das ja manchmal. Oder die nehmen es dann weg. Ja? Aha, okay. Und wir haben das jetzt, wir sind über 100 Links. Ja? Das sind alles, ich sage immer zu jedem, wenn er mit mir diskutieren will über Giftspritze oder Impfung, dann sage ich zu ihm, da schaut einmal die Linkliste an. Das sind offiziell. Und jetzt zeigen wir irgendwann einmal einen Vorfall, wo wir bei irgendeiner Impfung so eine Kaskade von Mainstream-Artikel gehabt haben. Zeig mir das einmal. Ja. Und jetzt willst du mit mir reden über Impfung oder Giftspritzen. Erst, wie gibt's das? Und das ist die Spitze des Eisberges. Ja, da wird ja Propaganda betrieben, das hören wir ja auch von Whistleblowern, die sagen, du, wir müssen Corona draufschreiben. Ja, das heißt, das ist alles künstlich und. Ja. Wahnsinn. Und ich muss noch schauen, ja, passt das eh. So, die Impfschäden, ja, also wer ist bei der Impfung am meisten gefährdet? Oder sind alle Menschen gleich gefährdet? Es gibt ja Menschen mit Vorerkrankungen. Also, dadurch, dass wir nicht wissen, was da drinnen ist. Ja, und die Leute, die diskutieren ja die ganze Zeit über diese Impfung. Könnte von jung bis alt die Gefährdung bestehen. Natürlich, ne? Natürlich. Ja. Was wir sagen können, wieder in Musterdenken, sie haben die Adjuvantien. Also die Haltbarkeit, also das Thiomersal und Quecksilber und diesen ganzen Mist, haben sie verfünft oder versechsfacht. Und wie man sie gefragt hat, wie habt ihr das gemacht? Weil der Wirkstoff so instabil ist. Und diese Adjuvantien stehen eigentlich sehr in Diskussion, dass die eigentlich die Probleme machen, diese ganzen Autoimmunerkrankungen und. Ja. Und das Problem, was wir heute jetzt in der medizinischen Community haben, dass zurzeit auch innerhalb der medizinischen Community eigentlich nicht eine wirklich wissenschaftliche Diskussion möglich ist. Wir haben eine höchst aufgeladene, emotionale Medizinzirkus. Ja, ich habe da vor einer Dings
Was ist der Zweck der Masken in der Chirurgie? Aber das haben wir schon erörtert, sicher gerade. Ja, einfach als Schutzbarriere, dass ja, wenn man spricht, dass man nicht in den Bauchraum sabbert, wenn man der Kollegin von den... Ja, wo ist jetzt eigentlich die Grippe wirklich gekommen? Nein, es wurde ausgewechselt. Ja. Ja. Es also wurde ist einfach ausgewechselt worden. Namensauswechslung und ja. So, jetzt tät ich aber gerne noch, dass die Zuseher wissen, du engagierst dich ja auch im Bereich der neu gegründeten Mitmachpartei, die nennt sich die Basis, ist schon inzwischen österreichweit mit Gruppen im Facebook oder beziehungsweise Telegram vertreten. Ja, wofür steht eigentlich die Basis? Wer stellt mir die Frage? Wer stellt mir jetzt die Frage? In was für einem Bewusstseinszustand? Na, wie meine ich das? Im Endeffekt ist das Ziel einer Graswurzelbewegung, dass Menschen miteinander auf Augenhöhe, ohne irgendeine abgegrenzte Entität, einfach wirken. Ich brauche dann keine Bezeichnung, die Basis oder die Roten, die Grünen, die Blauen. Es sind Menschen, die miteinander in ihrer Region wirken. Das heißt, wie könnte das ausschauen? Dass wir übers Internet unsere Aktivitäten abbilden, zum Beispiel in einem Forum, wo der Gewerbetreibende oder der Selbstständige seine Produkte anpreist, wo die Leute bezahlen können, wo die Leute hinkommen können, wo man sich organisiert, Bauernmärkte und, und. Ja. Auch, man könnte auch Tauschoptionen andenken. Und da braucht es im Endeffekt dann keine Bezeichnung mehr. Aber natürlich haben wir auch einen Bewusstseinszustand in der Gesellschaft, wo die Menschen halt noch sehr in, ich sage jetzt Parteien, links, rechts, rot, grün, blau denken. Und auch diesen Menschen wollen wir zeigen, dass eine Graswurzelbewegung im heutigen politischen Diskurs andere Wege einschlagen kann, dass man sehr wohl die Verbindung zum Volke nicht verlieren muss, dass man sehr wohl auch bei unserem bestehenden System, ich meine vor Corona, was brauche ich da nichts erzählen, ja. Österreich ist ein wunderbares Land, ja, es ist ja nicht alles schlecht, es haben Menschen geschaffen, das waren Mechaniker, Bauleute, Richter, Ärzte, alles, das ist ja wunderschön, was da ist. Und ja, das müssen wir jetzt verbessern, aber auch das können wir mit so einer politischen Partei besser umsetzen. Also wir wollen nicht nur kritisieren und die Altparteien sagen, ihr macht da und da Fehler, wir wollen es auch besser machen. Und wir wollen beide Systeme, also diesen politischen Weg und gleichzeitig das Wachsen des Neuen, ja, das wollen wir parallel laufen lassen und miteinander auch wirken lassen. Und ja, da ist die Herausforderung, dass viele Menschen es verlernt haben, in der Schule selber kreativ zu sein, selber aktiv zu sein. Viele verwechseln ein gutes Gefühl. Ich bin da 20 Mal hingefahren und wir haben toll geredet mit Arbeit. Ja, und dann unterm Strich, wenn du da sagst, na gut, was war jetzt aus den 20 Gesprächen? Ist ein Flyer rausgekommen? Ist eine Kundgebung rausgekommen? Ist ein Blog in der, irgendwas? Ja, na nix. Fürs Gemeinwohl nicht so gut. Und das sind alles Dinge, das lernen jetzt die Menschen. Und da gibt es natürlich Reibereien, da gibt es natürlich Emotionen, das ist normal. Es gibt es überall. Es gibt es überall. Und ja, der Weg in die Bewusstwerdung ist halt manchmal ein bisschen holpriger. Aber weil ich da gerade lese, wir haben da, es gibt ja bei der Basis also ein Vier-Säulen-Konzept oder Vier-Säulen-System. Was genau ist das? Du, im Endeffekt, schau, jede Partei knüpft sich mit schönen Worthülsen. Also es ist wie ein Parteiprogramm im Prinzip, ne? Es sind so die groben Pfeiler, wie wir unser Handeln sozusagen einteilen, die Achtsamkeit und Nur, ich sage, wir hatten schon so viele schöne Zettel und schon so viele Dekrete und Urkunden und. Messt uns bitte an den Taten. Und die Graswurzelbewegung, die versucht wirklich ein System aufzuziehen. Wir haben jetzt bei der diebasispartei.at alles zusammengeschrieben. Kann sich jeder in seinem Bundesland registrieren, ist in einem Forum, kann dort beginnen mitzuwirken, kann dort beginnen, sich mit anderen zu vernetzen. Wir haben bei der Partei ein Schiedsgericht etabliert, wir haben eine Parteiakademie etabliert, wo wir sagen, wenn einer sagt, er möchte nichts mit einer Partei zu tun haben, möchte sich aber am politischen Diskurs austauschen, das ist der Bereich der Parteiakademie. Wir haben den Presseclub Veritas, wo wir sagen, alle die sagen, Graswurzelbewegung, das ist auch nur eine gelenkte Opposition,
da, ihr bekommt von uns einen Presseausweis, überprüft zu uns, das ist ein internationaler Presseausweis. Das ist eine Konkurrenz zu uns, auf Deutsch gesagt. Ne? Wie meinst du Konkurrenz? Pressekonkurrenz. Ja, wir sagen, überprüft zu uns. Wir haben nichts zu verbergen. Also wir haben ein breites, ich sage jetzt einmal, Aktivitätsprogramm für die Menschen erstellt, was man machen könnte mit der Basis zusammen. Und jetzt finden sich gerade Kleingruppen, die auch die einzelnen strukturellen Themen, die Bürgerthemen und so entwickeln. Ja, es ist eine Reise, aber sie geht gut voran und es tut sich sehr viel und wir versuchen die Leute eh am Laufenden zu halten in den verschiedenen Gruppen. Aber es ist ja... Gibt es da Altersgruppen bestimmte oder ist es egal? Ja, wir haben alles durch. Wir haben vom 16-Jährigen bis zum, ich glaube, 90. 90 ist da. Also alles quer durch die Bank. Und sämtliche Berufssparten. Nee, alles also durch die Bank. Ja. Alles durch die Bank. Es ist alles herzlich willkommen bei euch. Naja, alles, das im Sinne der Bewegung ist. Ja. Also alle Menschen, die sich konstruktiv fürs Gemeinwohl engagieren wollen, die sind herzlich willkommen. Ja. So, dann machen wir eine Abschlussfrage, weil wir haben jetzt eh schon lang plaudert. Ich will ja auch deine Zeit nicht beanspruchen, alles übergebührend. Gut. Und zwar, wie kann man Mitglied werden bei der Basis? Wie kann man Mitglied werden? Ja? Da gibt es ganz einfach, entweder man geht auf die Homepage, die basispartei.at, da gibt es dann einen Knopf mitmachen und wenn man dort drückt, kann man ein PDF ausfüllen online, kann gleich online bezahlen, ab 5 Euro ist man Mitglied und hat Zugänge zu den Foren und kann mitwirken. Man kann aber auch den Mitgliedsbeitrag so ausfüllen und per Post schicken. Auf der Homepage ist die Adresse, wo man das hinschicken kann und dann kriegt man eine Bestätigung zurück, dass man bezahltes Mitglied ist. Die Mitgliederbeiträge sind wir gerade dabei, regional einheben. Die Leute entscheiden regional, was mit ihrem Geld passiert. Also es wird nicht so wie in Bundstruktur zentral, sondern regional. Wir publizieren nur die Kosten des Netzwerkes, teilen das durch die Mitgliedsanzahl und ermitteln daraus einen Faktor und das wird an die Stammtische abgeleitet, aber dann entscheiden die Menschen, was mit ihrem Geld passiert. Ja, also das sind viele Überlegungen im Sinne der Graswurzelbewegung, wo wir wirklich durch Taten zeigen wollen, Dezentralität, aber es wird daran liegen, und wie gesagt, das ist ein Lernprozess, viele glauben, sie tun etwas, aber es ist noch nicht so produktiv. Und dann kommen halt mal Emotionen dazu und. Ja. Gut, auf alle Fälle sagen wir recht herzlichen Dank, dass wir da sein durften. Ich glaube, wir werden uns bald wiedersehen, wenn es Neuigkeiten gibt. Und vielen, vielen Dank und alles, alles Liebe. Dankeschön. Ich sage danke, alles Liebe.